Song pusht mich schon die ganze Zeit. Willkommen zum Livestream. Ich glaube, wir sind live. Wir sollten live sein. Bei mir ist Nachtlicht. Hi. Und wir spielen South Park The Fractured But Whole. Mhm. Wir können es nicht auf Deutsch spielen, aber das ist egal. Ja. Das muss ich gerade mal schauen. Ich finde ja immer noch, wir sollten es auf Portugiesisch spielen. Wäre vielleicht noch witziger. Autosave Data is lost. Ja, das ist mir scheißegal. Okay, also ich wollte auch unbedingt jetzt mit dem Renten das Spiel zusammen spielen, weil wir haben eine ganz tolle Eigenschaft gemeinsam. Und zwar sind wir beide South Park-Fans. Riesige. Ja. Ja, absolut. Und ich musste das unbedingt spielen. Ich freue mich auch schon die ganze Zeit drauf sehr. Oh ja. Wochen! So, fürs Intro mache ich die Kamera mal kurz weg dann. Mhm. Wenn so eine, wenn so eine Cutscene kommt. Ja. Kannst du das so schnell dann? Ja, das ist, ich habe mir das auf einen Knopf gelegt. Zack, 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 bam, 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 zack, zack, zack. Das ist natürlich gut. Ist voll praktisch. Ich harre der Dinge, die da kommen werden. Kenny. Fängt schon gut an. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control. Cats are missing and townspeople are being victimized. Oh, hey, who pooped on my porch? What's going on with you? We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, man. I have to go back. So ein Drecksack. And in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Ich finde die englische Stimme von Cartman ja eigentlich echt besser als die deutsche. Der klingt dann noch viel mehr wie so ein kleiner Drecksack. Die deutsche wird von so einem Opa gesprochen, das ist ja voll schlimm. Ja, du hast es mir gesagt, ich habe mir dann die Doku mal angeguckt. Dieses Making-of, ne, von Comedy Central. Ja. Also, pass auf. Was ziemlich geil ist, ja. Das Spiel spielt direkt nach Stick of Truth. Bist du dieselbe Figur? Ja. Ah, okay. Man ist dieselbe Figur. Der Douchebag. Genau. Okay. Genau. Wobei, jetzt können wir uns raussuchen, ob wir eine Frau oder ein Mann sind. Ja, was du lieber Junge möchtest. Oder also prinzipiell spiele ich eigentlich ja Frauen, weil ich mich dann besser damit identifizieren kann. Dann machen wir das doch. Ja. Aber... Es sei denn, die Frisuren von den Männern sind mehr Kacke, dann... Nehmen wir doch einen Mann. Und was auch ganz wichtig ist, ist, ob du einen schwarzen oder einen weißen spielen willst. Das ist wichtig, ja. Ja. Das ist nämlich wichtig. Ja. Und ich würde tatsächlich einen schwarzen nehmen. Einfach, ja, okay. weil sie sagen, das Spiel ist dann schwerer. Mhm. Was für eine Frisur willst du denn? Es gibt noch mehr links, ne? Ja. diese Frankenstein-Frisur ist doch eigentlich nicht schlecht. Die hier? Nee, das sieht ja aber aus wie Kyles Frisur irgendwie. Ich meine, die zwei Leute da links. Sieht richtig aus wie ein Depp. Du hast ein riesen Farbschema. Das ging, glaube ich, im ersten ging das nicht, ne? Du konntest schon bunte Haare haben, ja, aber nicht so extrem. Nicht so eine riesen Palette. Ja. So. Machen wir auf jeden Fall irgendwas, was richtig kacke aussieht. Okay, da die Figur später schwarz wird, ist, glaube ich, hier so pink oder so, ist ziemlich gut. Ja, irgendwas Helles. Was mich ein bisschen stört, das siehst du gleich. Mhm. Ne? Schwarz ist nicht ganz schwarz. Mhm. Das ist ziemlich komisch. Gucken wir mal Make-up. Das erkennt man kaum. Das sind Sommersprossen. Es sieht aber bestimmt bei schwarzer Haut auch toll aus. Nehmen wir die doch. Ja. Ah, halt, man kann die Farbe ändern. Warte mal, wenn der später schwarz wird, müssen wir das ganz hell machen, oder?
Ja. Oder in einer speziellen Farbe. Das sieht ja unsinnig aus. So ein ernstes Spiel. Ja, pass mal auf. Oder passend zur Haarfarbe. Passend zur Haarfarbe. Dass es aussieht, als hättest du einfach nur schlecht gefärbt und dich komplett eingesaut hast. Ja, man sieht's nicht gescheit, aber ja. Vielleicht kommt's noch raus. Ja, doch, das ist doch eigentlich ganz niedlich. Hä? Das ist, ach, so, das ist so ein Drei-Tage-Bart, ja. Och. Das sieht aus wie Hoden. Ich glaube, dann das nehmen wir doch. Hoden mit lila Poren. Ja, genau, dann muss aber der Bart auch dieselbe Farbe haben. Auch dieselbe? Ja. Okay. Ja klar, es muss ja alles harmonisch ineinander greifen. Ja, der Witz ist ja, ja, dass bei South Park, du kannst ja immer wieder Sachen einsammeln, die dann geändert werden. Das war im ersten ja schon genauso. Hm. Stimmt. Soll er eine Brille haben? Nö. Nee, okay. So, Klamotten, da kann man nur die Farbe vom Cape ändern. Auch passend zu den Haaren. Nee, das wäre aber jetzt zu extrem. Das ist jetzt aber zu extrem hier. Das ist jetzt aber zu extrem. Warte mal, was passt denn überhaupt nicht zu lila? Gelb? Oh, oh Gott. Ich hasse eh dieses Pipi-Gelb. Das ist für mich überhaupt keine Farbe. Oh! Pipi-gelbes T-Shirt. Das so? Ja, es sieht schon ziemlich scheiße aus. Jetzt das Cape noch. Soll man es rot lassen? Wow. Rot ist so superheldenmäßig. Ja, okay. Hände. Der arme Kerl. Er ist so hässlich. Hautfarben. Ja, ich weiß halt nicht, wie die Haut später aussieht. Die so oder so war. Ach so, ja, okay. Also ja, sind es quasi Handschuhe. Ja, ja. Okay, dann mach rosa. Perfekt. Oder so. Ja, sieht furchtbar aus. So, und hier. Ja. Ja, dann müsste aber eigentlich echt die Behaarung ein bisschen höher sein. Die Sommersprossen auch, ne? Ja, mach einfach weiß. Dann ist es so Drow-mäßig. Das ist ja ein Dunkelelfen-Dutschbeck. Ja. Perfekt. Sieht ein bisschen aus wie ein Igel. Oh ja. Aber für einen echten South Park-Fan sind die Spiele halt echt schon das Nonplusultra, weil es wirklich ist, wie als würde man komplett in die Serie eintauchen. Ja, das spielt sich halt auch wie eine Serie einfach. Das ist so geil. Ach jo, ja, klar, das ist der Schluss. Quasi, ne? Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es aufhört. Ich glaube, man kämpft gegen Prinzessin Kenny. Glaube ich, oder? Das ist doch der Boss. Ich weiß noch ganz am Schluss. So, es gibt ein neues Toilettenspiel. Oh nein, war ja klar. Das kommt schon direkt am Anfang? Ja. Das ist das Erste, was man machen muss. Kriegst du überhaupt keine Erklärung im Prinzip, was da abgeht, sondern... Unten steht, was du machen musst. Aha. Da muss man abwursten. Und das kannst du in jedem Klo machen. Und ich glaube, dafür gibt es sogar eine Trophäe dann. Aha. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche speziellen, was weiß ich, Heiltränke kriegst du dafür oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Normal im Alten, konntest du die Scheiße mitnehmen und konntest sie im Kampf auf jemanden draufwerfen. Echt? Ja, ja. Und wenn das habe ich gar nicht gemacht. Ich muss es wenn du das gemacht hast, gab es dafür ein Achievement. Aha. Das muss ich unbedingt nochmal spielen. Siehst du, allein aus dem Grund musst du das Spiel nochmal spielen. Ich habe nicht die Kacke eingesammelt. Also man kann auch schon... Ah ne, ich kann noch nicht furzen. Ne, mit dem rechten Stick hat man, glaube ich... Ah doch, hier. Auf Platz 2. Wir guckt auch dabei. Ah, die Eltern sind dann auch. Ach, das sind sogar die Söhne. Meine Eltern haben mich lieb.
Wer könnte bessere Tipps geben, um glimpflich ein Spiel zu überstehen als Tauni? Erstmal durchziehen. Das Menü ist jetzt übrigens ein Handy. Aha. Und du kannst dann später craften und sowas. Ah. Also alles, was wir einsammeln, wird oben rechts angezeigt. Nicht richtig im Sinne hast du aber im letzten Teil jetzt nichts aus deinen gesammelten Sachen herstellen können. Ne? Nee, das ist neu. Dann bin ich mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, was das Besondere an deiner Hauptfigur war. Ich weiß noch, du warst. Du konntest deine Fürze kontrollieren. Das war das Besondere. Ich glaube schon, ja. Alles klar. Ich weiß noch, irgendwas war mit dir und deswegen ist die Familie umgezogen, weil irgendwas. Aber ich. Okay. Stimmt mal, ist auch echt dasselbe Zimmer. Ah, genau, da kriegt man das DLC-Zeug und sowas gleich dazu. Mhm. DLCs. Ja, so Klamotten und sowas. Also ich hatte jetzt Klamotten, ich glaube, das ist das, was ich im Ubisoft Store irgendwie durch Ubi-Punkte freischalten konnte. Irgendwie sowas. Ubi-Punkte. Ja, da gibt es Ubi-Punkte. Das hätte ich irgendwie anders genannt. Ich glaube, das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob es so heißt. Oh, das sieht so pervers aus mit der Haarfarbe und der Tapete. Die Batschen. Heulschlampe. Sie heult nicht stärker. Die ist schon nicht schlecht. Ja, von den Eltern hast du ja nicht viel mitgekriegt eigentlich. Oh mein Gott, was hat Steve noch gemacht? Petrolfarbene Vorhänge zu lilanen. Cooper Keep war die Hauptbasis, ne? Genau. Also ist es eigentlich sinnvoll, dass man das erste Spiel gespielt hat, bevor man das zweite Spiel. Ja, finde ich schon. Also okay. Man soll es auf jeden Fall vorher gespielt haben. Ja. Das hat mir im Prinzip überhaupt... Ach, das ist das Spiel, das Kampffeld. Genau, das wird jetzt erklärt. Also man hat hier verschiedene Kräfte unten links. Ja. Warte mal, ich muss die Kamera vielleicht... hier oben positionieren, dass man unten das Zeug sieht. Unten rechts siehst du dann, wer gerade dran ist, wer als nächstes dran ist. Mhm. Du wählst halt eine Kraft aus mit Viereck. Und da siehst du dann, wie viele Felder das bringt. Also du kannst jetzt das erste Feld, wenn ich den jetzt attackiere, stoßt er den hinten mit um. Ach, nach dem Prinzip läuft das. Genau. Das ist mehr so Taktik-RPG. Mhm. Ich habe tatsächlich nie so ein Spiel gespielt. So diese. Nach dem Prinzip. Gab es ja viel eigentlich Fantasy-Spiele, die irgendwie auf so einem Taktikbrett gelaufen sind. Mhm. Aber ich habe keins gespielt. Ich habe welche angespielt, aber wirklich intensiv gespielt habe ich auch nicht. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe Heroes of Might and Magic gespielt. Das war ja im Prinzip genauso. Cool. Ja. Zumindest den Teil, den ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe aber nur einen gespielt. Das ist alles so lange her. Attacking an enemy first grants combat advantage. Give you the first turn. Ja, also wenn du vorher attackierst, so wie ich es eben gemacht habe, dann darfst du auch als erstes dran. Mhm. Hm? Das wäre jetzt zum Beispiel nicht so mein Fall. Da fand ich, muss ich echt sagen, auf Anhieb ja, gefällt mir jetzt das alte Kampfsystem besser. Du hast es schon direkt als Kraft, quasi übernommen vom letzten Teil. Ja. Okay. Die Gegner sehen toll aus. Gibt es da auch so Aufruf-Attacken wie beim letzten, sodass du Jesus aufrufen kannst und sowas? Ich glaube, ja. Musst du wahrscheinlich dann auch erstmal freischalten.
Was jetzt noch nicht ist, ist, dass du zwischendrin Zeug drücken musst. Mhm. Siehst du mal, ich habe eine Trophäe freigeschaltet. Mhm. Das kommt nämlich noch, dass du dann irgendwelche Dinger drücken musst, während die Attacke kommt. Kombos. Zum Beispiel. Mhm. Wo du dann im richtigen Moment X drücken musst oder sowas. Oh, ich habe die Kamera ganz vergessen. Aber diesen Pups-Angriffen habe ich auch echt ewig gebraucht, bis ich dann die mal draufgekriegt habe. Du hast ja irgendwie immer nur so eine neue Attacke gelernt von irgendwem. Ich glaube, du hast ja auch mal mit Randy irgendwie dann da rumgehockt. Der hat dir dann irgendwelche speziellen Kurzkombos dann beigebracht. Und diese Tutorials, das hat mich verrückt gemacht. Ich habe das nicht hingekriegt. Ach, den Nagasaki und sowas, ja. Ja. Das habe ich dann immer den Raven King machen lassen. Ja, das besser hingekriegt. Du wirst aber echt so direkt reingeworfen, ne? Ja, ja. Also erstmal kacken gehen und dann wirst du reingeworfen. Okay. Quasi, hast du erstmal einen reingeworfen und dann wirst du reingeworfen. Genau. Ne? Ja. Das passt ja. So, genau. Wenn ich das jetzt mache, dann müsste der Rückstoß da hingehen. Was sind das denn für welche? Die gab es doch im ersten Teil nicht. Diese random Mobs. Das waren doch Elfen und das andere waren... Ja, aber das sind ja keine Elfen. Das sind ja einfach... Also, ich finde, die sehen anders da aus. So, also ich laufe jetzt weg, ne, weil diese gestreiften... Da kommt die nächste große Attacke, das heißt, ich laufe einfach weg. Ah, du hast quasi rundenbasiert, du hast Zeit, dich vorzubereiten. Genau. Das ist fair. Ah ja, ich verstehe. Geil. Das erinnert mich jetzt an Wayne's World. Ja, Auto. Spiel läuft. Das war süß. Auto. Sehr toll. Was ist das denn? Irgendeine Spezialattacke. Ich glaube, die hast du später auch gar nicht mehr. Aha. Dragon Slayer. King Douchebag. Ja, aber wenigstens hast du noch denselben... Obwohl, da vorne hieß du auch der New Kid. Ne? Am Anfang. Genau. Aber stimmt, du hast den Titel gekriegt. The Douchebag. Ich glaube, Douchebag war der erste Titel, den man sogar hatte. Mhm. Was jetzt neu ist, du hast Objekte, die du nehmen kannst und kannst sie dann ziehen. Mhm. Was ist das denn? So eine Leiter. Drachenhöhle. Ja. Oh, wie süß. Ich hoffe auch echt, dass der Randy wieder eine größere Rolle spielt. Och, nein. Jetzt bin ich gestorben. Vom Dach gefallen. Das geht. Okay, das ging im Alten auch nicht. Aha, da fängt's dann jetzt an. Er muss ja durch die Zeit reisen. Ja. Ah. Beschweren sie sich bestimmt, dass er was anderes spielt. In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town. In the future. Crime syndicate? That sounds too heavy. Damit kommt er nicht durch. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat? Get the $100 reward and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals, dude. That's right. Oopsie-kin.
Shut up, Mom. Coon alert. Poopsie pie. Coon alert. Dass die Mutter von dem das auch immer so mitmacht. Ich glaub sonst... Well, nothing left to do but go home and play Star Trek Bridge Crew. We could all go to my house and sit around, staring dejectedly at our hands. But think about joining a gang. This might be just the kick in the pants I need. Die aufblasbare Antonio Banderas Puppe ist hier. Ah, mit guck an. mit lebensechten Genitalien, aber die ist nicht mehr aufgeblasen. Schade. Ja, stimmt, die war ja aufgeblasen vorher. Die hat man in den Schränken gefunden, glaube ich. Ah, cool. Ja, ich glaube, man findet am Anfang auch nichts hier. Ja, ist aber trotzdem schön, dass man es machen kann. Es ist ein wenig detailverliebt. Wenigstens ein bisschen. Ja, das war immer geil. Oh. Das ist hier auch wieder, wenn du in die Schränke guckst, da ist wieder so viel Scheißdreck drin. Oh, hello. The boys are down in their little basement playroom. Scheiß-Tauli. Den gibt's in den neueren Staffeln auch gar nicht mehr, ne? Den habe ich lange nicht gesehen. Servus, Frackhaus. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Das ist jetzt geil, was jetzt kommt. Ich glaube, man könnte ja sogar versuchen zu cheaten. Du brauchst ein Passwort. Ach, das brauchen wir doch gar nicht. Nee, pass auf, du brauchst ein Passwort, um hier reinzukommen. Aha. Und du kannst es vorher schon eingeben, bevor du es eigentlich siehst. Und ich glaube, dann sagt das Spiel irgendwie, du bist ein Cheater oder so. Aber ich lasse es lieber, weil ich nicht mehr weiß, ob es sich dann rauskickt oder sowas. Ja. Nein, mies, böse Mies. Oh, das ist die Katze. Das wäre ja Cartmans Katze. Genau, das ist die Mietz. Er sagt doch in der. Ach, wir sind ja auch in Cartmans Haus, natürlich. Er sagt ja auch in der ersten Folge irgendwie, Mom, Mietz benimmt sich wie ein Dildo. Ja. Und dann sagt sie ja. Ich glaube, du musst Mietz mal. Dass die Katze im Bett schlafen muss. Ja. Servus, Seppi. Guten Tag. Ach, wunderschön. Gessop! Nee, das ist ein Raven King seine Frau, Seppi. Ja. So, pass auf, dann musst du so rechts und links. Ja, genau, das musst du dann machen. Und das Gas brauchst du, damit du im Schwung bleibst beim Kacken. Ja. dieses Minispiel. Ich finde das Minispiel voll kacke. In Realität würde das ein bisschen anders da aussehen, dann wären die Wände voll. Oh nein! Ich glaube, es liegt nicht mal was versautes. Carmen Kinderbilder. Ich glaube, es liegt nicht mal was Versautes da drin. Ach, wie süß, guck doch mal da oben. Doch, der Crack Stallion Butt Plug liegt bei ihr im Nachttisch. Ah, okay. Ah, und da ist ein Dildo oben drauf. Guck. Ah. Kannst du den auch als Waffe benutzen? Ich weiß nicht, ob es noch. Im ersten gab es Dildo-Schwerter. Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. 3 Jahre. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Stimmt, 2014 kam es raus. Ich weiß noch, es war im selben Jahr, wo unsere Tochter gekommen ist. Nur war ich froh, dass ich vorher schon das Spiel fertig hatte. Ja, genau, Danish is for Denmark. Das war ja aus der letzten Staffel. Ja. Token Lives Matters. Who is the Coon? Token Lives Matters. Geil. Nimoy ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Time Travel Fool. Ach, scheiße. Hast du auf Twitch auch schon so einen Standard? Leute, die immer dabei sind? Weil, wenn du Anonymo, der Seppi. Ja. Nee, ich muss gerade gucken wegen der scheiß Kamera. Weil wenn ich die hier oben hinmache, habe ich gerade gesehen. Was hab ich da in meinem Gesicht? Das ist das Mikrofon. Ja. Dann, ja, ich lass mal unten. Ich tarn mich wenn jetzt. Wenn du sitzt, ist es weg. Aha. Also dann ist der Chat weg. So, Mr. T. Das? Ah, genau. Ein Mr. T-Poster. Ah, da ist ja der Bärenrekorder, den hat er ja früher schon gehabt. So, das ist im Cartman sein Journal. Aha. Ist das Butters? Nee, das ist bestimmt Tweak und Craig. Vorne ist der Butters, oder? Das ist bestimmt Tweak und Craig, da gab es auch so eine Folge, wo sie schwul sind. Ja, ja. Da kommt noch einiges von dem Spiel dazu. Ja, super! Oh mein Gott. Kyle und Kyle.
Oh, das ist Kyles Mom. Und der Butters. Oh nein, wunderschön. So, und jetzt pass Man auf. Man könnte meinen, er hat eine sehr einseitige Fantasie. Do not open, cool Aha. only. The keycode is fuck you, Mom. Okay. Ja, ist ja klar. Wenn man es so aufschreibt, ist ja klar, dass jeder rein schon guckt. So. Ich liebe das einfach, wenn du so gewohnte Sachen hast, irgendwie aus der Serie, ne? Mhm. Läufst rum und dir kommt einfach alles so bekannt vor, ne? Du weißt schon Bescheid, wenn du die Serie regelmäßig guckst. Ah jo, das Coole ist, das finde ich immer geil, weil du dann merkst, dass es noch Kinder sind. Sie ruft jetzt an, dass Lava vorm Haus ist. Und das sind halt diese Lego-Steine, weil die Kinder sagen, das ist Lava. Ach! Pee, Poop, Crap, Donkey, Balls, Fuck. Ach! Servus, okay. Crazy Ape Boy. Hi. Wer ist der denn? Ach! Das ist der, Ja. Und wer ist das? Ich weiß gar nicht Ist der Kyle? Der Kite Man oder wie er heißt. Aha. That cat could be anyway. We need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it. Mosquito away. So einfach so süß. See if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Nee. Das beste Kostüm ist Super Craig, ohne Scheiß. Superhuman speed. Ja, aber das ist bestimmt halt seine super Bösewicht-Figur, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der. Die halten das ja schon stark nach der Folge wahrscheinlich. Oh Gott. Oh. Manchmal geht mir Jimmy echt auf den Sack. Der hatte auch so eine super ätzende Stelle in dem letzten Spiel. Ja, die du nicht skippen konntest. Oh ja. Oh, das ist eine halbe Stunde später. Ja, der Butters ist immer noch Professor Chaos. Ja. Ich liebe Butters. Wer ist denn mal, abgesehen von den Jungs, dein Lieblingscharakter? Das interessiert mich. Abgesehen von Randy. Ja, Randy ist der Beste. Aber bei mir war es früher der Chefkoch. Aber wo sich dann irgendwie so die Charaktere immer mehr ausgebaut haben, ne, und die irgendwie auch immer so im Plot mehr Story hatten und so, da war es dann auch der Randy und der Butters. Und der Butters ist auch einfach so unschuldig immer und so lieb, ne? Der passt Lulu, da einfach. Lulu, I've got some apples. Ja. Lulu, you've got some too. Wow, Paris Now what in the past? Das war auch geil. Ja, die nutzen den einfach immer aufgrund seiner Naivität so aus. Und der will eigentlich immer nur keinen Hausarrest kriegen, der arme Kerl. Ich liebe ihn. Wo Paris Hiltons Freund war. Das war die beste Folge überhaupt. Ja, Mom, ich will nicht mehr mit dir spielen. Ich hatte so ein schleimiges Ding in der Hose. Du hast jetzt so ein Detective Mode. Aha. Gibt's ja auch. Das finde ich ein bisschen nervig. Das ist. Das ist so ein bisschen wie beim Witcher. Ja, genau. Die Hexersinne. Nur, dass du das. Das sind die Wichsersinne. Die Wichsersinne. Was kannst du damit machen? Scheiß finden, oder? Ja, genau. Du kannst dann Scheiß finden oder Sachen, die du kaputt machen kannst oder sowas. Ich weiß immer nicht so genau, ob ich den Cartman gut finden soll oder ob ich ihn hassen soll. Der ist super. Ja. Ist einfach ein perfekter Charakter. Ist halt einfach ein Wichser, der. Ja. Er ist eigentlich alles, was irgendwie negativ ist. Weiß noch die Folge, wo er die Hippies auslöschen wollte. Die Hippie-Folge, die ist so gut. Ich kann meine Fürze noch nicht werfen. Das geht aber relativ schnell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aha. Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Do you have a Kunstagram page? Oh boy, you're not even
Ach, der hat ja nicht gesprochen. Halbblind. Ich habe die ersten 2 oder 3 Stunden schon gespielt gehabt. Aha. Okay, wir können jetzt eine Klasse wählen quasi. Genau, du kriegst aber später, soweit ich weiß, noch eine 2. dazu. Mhm. Das ist ein bisschen komisch. Multiple Skills? Ja, das kommt später. Nicht schlecht, und das in so einem Spiel. Also es gibt den Speedster. Auf jeden Fall kein Steintypi. Brutalist, der ist brutal. Finde ich scheiße. Und Blaster. Ich glaube, wo ich es angespielt habe, habe ich Blaster genommen. Und wie ist das so? Ach, war okay. Also ist nichts Besonderes eigentlich. Dann probieren wir doch mal das erste aus, weil... Speedster? Ja. Oh, sieht doch cool aus. Das ist geil. Ja. Aber du hast da schon gleich so eine Standardausstattung. Genau, das sind die Attacken, die du kriegst am Anfang. Aha. Kriegst du auch das Equipment? Ja. Cool. Das sah doch fesch aus. Jetzt erfinde deine Geschichte. Ja. Brauchst du jetzt... Oh, der Schlafanzug! Mit der scheiß Frisur! Ich find's so geil, wenn der Cartman sich aufregt, weil man nicht macht, was er will. Ach, das ist dein Babyzimmer. Und? Oh, ich habe jetzt gedacht, er reißt sich jetzt den Strampler vom Leib und hat jetzt voll den Auftritt. Sein Superhelden-Outfit direkt drunter. Ach, ich habe im Moment nur den Punch. Du siehst halt, das ist ein bisschen doof gemacht, du siehst ganz unten, was für Felder du erreichst dadurch. Mit der Attacke. Ja. Hast du es gesehen? Da muss man das X rechtzeitig drücken. Aha. Ach, das ist mir zu kompliziert. Ja, es ist... muss dann halt noch rechtzeitig X drücken, nachdem sie dich getroffen haben. Im ersten musstest du blocken. Ja, und hier musst du danach schnell X drücken. Mhm. Also zumindest habe ich es anders noch nicht gekannt. Was sind das? Ich kann aus dem Feld raus? Vielleicht ist es Ausweichen. Was ist denn jetzt los? Two attacks in the same turn. Erklär doch alles. Ah, schade. Aha. Wie sie gucken. Ach, der kommt von der anderen Seite dann. Naja, ich mach's ja schon. Aber du kriegst auf dem Boden angezeigt. Genau, quasi, wie das machen musst. Oh, die sind ja Pussys. Ich hab vor allem auf dem Klo. Alles klar. Ich habe übrigens die passende Tasse gekriegt heute. Ja, wir haben extra Saufpack-Tasse. Ja. Yay! Ich schalte die ganze Zeit falsch. Jetzt. Fangirling. Oh, der ist toll. Genau, wenn du 100% hast, kannst du Ultimate machen. Aha. Das ist quasi die Limit-Leiste. Genau. Ist ja ein... in seinem Strampler. Yay! Das haben alle. Also alle, die du spielen kannst, die in deinem Team sind, die können das auch. Cool. Ja klar, du hast ja später dann auch noch eine Kampftruppe. Die haben dann immer den speziell auf dich abgestimmten Spezialangriff oder wie? Mhm. Aha. Oh nein! Oh nein! You saw your dad, fuck your mom. Okay, gut. Ich habe jetzt schon Schlimmeres befürchtet. Ich habe jetzt schon Schlimmeres befürchtet.
Oh, ich bin so froh, dass sie das weggelassen haben, ehrlich. Schon grad mal schnell die Teekanne. Aha. Oh. Das geht nicht. Nee. Ich hab ja das erste vor einem Monat oder so, habe ich dann nochmal gespielt, ne? Aha. Und. Wie lange ist der Teil jetzt draußen? Letzte Woche, gell? Nee, ich glaube schon 2 oder 3 Wochen. Oh Gott, 2 Wochen und ich habe es bisher noch nicht genießen dürfen. Wie habe ich das nur überstanden? Kann man da hinten auch nehmen? Sieht ja aus, als wäre da noch irgendwas Interessantes, ne? Ich glaube nicht, ne? Schade, okay. Schade, dass man wirklich nicht mit allen Sachen, die hier so rumliegen. Ah, doch, dann kann man. Der linke ist gut. Die Schwimmflügel. Return. Was haben wir hier noch so? Was das betrifft, bin ich immer wie deine Frau. Rumgucken. Alles durchsuchen. Ja, genau. Ja gut, in South Park mache ich das komischerweise auch. Ja, kannst du halt leider nicht so viel machen. Ne? Hier. Das Gute ist... Danger, do not touch. Wenn wir das zu zweit spielen, ja. Dann, das kommt erst später. Okay. Aber dann sehen wir alles. Ach. Hier kann man schon Zeug kaufen. Ich ehrlich? Glaub, mit aber, echter Kohle? Nein, ja, also oben rechts unser Geld. Ach, okay, ich habe jetzt schon gedacht, die zocken einen da ab. Das wäre, das ist heute aber, wäre das nicht verwundert. Wenn das ein Spiel von Blizzard wäre, dann wäre das so. Hol dir für $15 dein... Ja. Dein Cartman-Pad. Oh. Wieso kann ich denn die noch nicht Blizzard schmeißen? Würde das machen. Genau, jetzt hat man Coonstagram. Hm. Und dort muss man dann Follower kriegen. Ich guck gerade mal, ob das beim Cartman auch schon geht. Ich bin so scheiße out. Ich bin nett auf Instagram. Hast nichts verpasst. Scheiße. Daran merkt man dann, wenn man alt wird. Ist nett auf Instagram. Da gäbe es dann Lootboxen in South Park, wenn es ihr eh gemacht hätte. Lootboxen? Ja, es gibt so in dem neuen Spiel haben sie so Lootboxen. Das sind so Boxen, die du kriegst und dann sind da Kostüme drin, randommäßig. Du weißt nicht, was du kriegst. Ach so, okay. Ist geil. Mhm. Super. Geben die Leute so viel Geld aus? Ja, die wissen, wie man es macht. Genau, jetzt musst du Selfies machen. Die Oma. Um Follower zu kriegen. Ja, die Oma macht sogar mit uns direkt. Die Oma weiß Bescheid, wie es läuft. So, und wenn du diesen Detective-Modus machst, dann siehst du, wer alles potenziell mit der Selfies machen kann. Du kannst normal mit denen reden oder direkt Selfie machen. Und was bringt dir das? Neue Follower auf Kunstagram. Okay, und dann bist du mächtiger. Ah, das steigert deine Macht. Ich bin so blöd, ich habe das vorhin vergessen. Hast du gefragt, was die spezielle Fähigkeit war? Ja. Die spezielle Fähigkeit im ersten Teil war, dass ich schneller wie jeder andere Freunde auf Facebook gekriegt habe. Ach ja! Ich habe das total vergessen gerade. Ja, ich kann mich entsinnen. Aber man kann ja so ein Gesicht machen. Oh. Ich finde das immer so süß, wenn sie sich freuen. Und das war's eigentlich. Und dann machst du das Foto. Die Oma. Das ist voll der Scheiß. Voll gut. Ich find's nicht schlecht. Dann kann man sich die Bilder, die man gepostet hat, direkt anschauen. YOLO. Buttlord. Buttlord. Follow back. Nicht schlecht. Ich fänd's gut, wenn man die Hashtags selber setzen könnte. Falsch gedrückt. Ich brauch den auch. Genau, und manche machen es halt erst, wenn du mehr Follower hast. Ja, du bist nicht cool genug für die. Bin noch nicht cool genug, ne. Ja. Und es gibt wie immer Items, wo man noch nicht drankommt. Ja. Ist das denn eine Tupperbox? Ich weiß es nicht genau. Sieht aus wie eine Tupperbox. Also das mit der Katze scheint so irgendwie das Hauptziel zu sein bisher, ne? Ich schätze, darauf wird's rauslaufen, dass du die Katze rettest. Wer weiß. Wer weiß. Natürlich kommt da noch irgendwas.
Oh, ich hasse diesen Kerl. Butters Vater. Das sind eigentlich echt die allerkrankesten, die zwei. Butters Vater und You're Butter. Grounded! Ich könnte beim Butters direkt mal scheißen gehen. Ja. Ah, oh, da ist ein Foto von Butters. Der ist so niedlich. Aber die Häuser sehen genau gleich aus. Ne? Die sind genau gleich aufgebaut. Ja, ja, das war aber auch im alten Teil schon so. Ach, ich weiß es echt nicht mehr. Alles, was länger wie 3 Wochen her ist, ist einfach komplett immer aus meinem Hirn verschwunden. Ach. Ich glaube, das Bad ist abgeschlossen. Da braucht man noch irgendeine Fähigkeit wahrscheinlich später. Niedliche Hundchenbilder. Ich glaube, man hat noch nie den in ihr Schlafzimmer gesehen. Ich weiß nicht, ob man im ersten schon reinkonnte. Hm. Aber das hier ist, glaube ich, das Schlafzimmer. Ich finde, wenn die Mehrspiele machen, dann müssen sie es irgendwann mal machen, dass beim Stan im Schrank der Tom Cruise sitzt. Wenn ich, sieht wenn man, hier oben könnte man was hinschießen oder so. Okay. Ah, da habe ich schon. Ah, okay, du kriegst das. Das geht nur an bestimmten Stellen dann, wenn du irgendwas machen kannst. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt, aber ich kann die Furze kann ich schon rumschießen. Wie es aussieht. Es gibt, glaube ich, auch eine Trophy, wenn du überall scheißen gehst. Aha. Yay. Mach es jung! Mach es, Gas up! Mustard Gas. Mustard Gas, what the fuck? Oh nein! Oh. So muss ich das auch immer machen, jeden Morgen. Ah, geh raus! Das ist dann das, wo du immer die Fotos schickst, ne? Nur bis Toilette. Ja, genau. Ja. Apropos, wir könnten mal speichern. Oh, gibt's keine automatischen Speicherpunkte? Doch, ich glaube. Das Babyfoto. Oh, ich liebe Butters. Die Haare sind einfach nur ein bisschen größer geworden. Ja. Aber die Frisur ist immer noch voll gleich. Oh, schlag die, wenn's geht. Ich hasse sie. Kann man das Messer benutzen? Benutze das Messer. Benutze Messer mit Scheißmutter. So ein altes Text-Adventure. Benutze Messer mit Scheißmutter. Ja. Ah, kannst du da? Ja. Obwohl, der Vater ist eigentlich echt noch viel ätzender. Also ich loot immer alles direkt, ne? Ja, mach das. Home sweet home. Ja, ist ein liebevolles Zuhause. Er macht aber auch echt die ganze Stadt mit, ne? Immer. Wer ist er? Der Postbote? Ja, tatsächlich. Der Postbote. Ach, ich habe den Briefkasten aufgeschlagen für ihn. Ah. Ach, weil du den Briefkasten aufgeschlagen hast. Postman. Das ist so dappig. Ich find's irgendwie süß. So ein Schwachsinn. Weil irgendwas mit sozialen Netzwerken mussten sie ja mit einbauen. Das ist ja irgendwie in den neueren Staffeln auch ein... Ach! Das ist unser Haus. Wie heißen denn die? Shin Pokémon? Ja, genau. Aber die gibt's nicht mehr. Also Shin Pokémon! Die kann man nicht mehr sammeln. Es gibt jetzt was anderes zum Sammeln. Aha. Kann ich hier schon was machen? Nee, ich glaube nicht. Und zwar, was du sammeln kannst, das sehen wir wahrscheinlich heute noch. Mhm. Ist sehr gut. Ich bin gespannt. Und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ist denn meine Quest überhaupt im Moment. Ich habe voll nicht aufgepasst. Ziellos durch die Gegend laufen. Das ist am besten. Ja. Man muss sich ja auch mal die Umgebung angucken, ist ja wichtig. Ich habe halt auch noch keine Map und nix. Genau, da kannst du Title freispielen und sonst was. Mhm. Also das haben sie schon ein bisschen tiefer gemacht wie vorher. Ja. Ich denke mal, später wird es dann auch wieder sowas wie Schnellreisen geben. Ja. Ganz bestimmt. Dachte ich schon wieder. So. An den Kopf gepupst. Das musst du erstmal hinkriegen. Ich glaube, ich muss gar nicht nach Hause. Ich muss einfach weiter nach links. Aber ich habe eben gedacht, das geht nicht. Doch, ich habe den nur noch nicht, glaube ich. Oh nein.
musste nochmal zu Cartman zurück und er musste das dann nochmal sagen. Nee. Ich guck mal, irgendwo steht das doch bestimmt. Nee, steht nirgends. Scheiße. Oh, haben wir aber beide nicht aufgepasst. Ach, ich muss, glaube ich, erstmal nur genügend Selfies machen. Ja. Mit den scheiß weißen Sommersprossen in dem weißen. Genau, das war's. Er ist schon ein bisschen hässlich. Es hätte noch schlimmer. Man hätte es noch schlimmer hinkriegen können, aber er ist schon ein bisschen hässlich. Oh, jetzt hast du auch eine Map. Jetzt haben wir die Map. Ah, da hast du die Map. Und jetzt geht's an. Press L1. Stores. Die Schule. Also, Super Craig oder Kyle? Ich glaube, Kyle ist rechts von uns. Lass mal Kyle besuchen. Ja, irgendjemand hat ganz in der Nähe von dir gewohnt. Stimmt's. Kann man direkt neben dran. Genau, Find Mission. Aha. Das ist tatsächlich Kyle. Ja. Aha. Ich wollte es dir ja nicht glauben. Minimap kann man jetzt während dem Spiel aufrufen, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Aber das war schon immer nervig, da reinzugehen. Okay. Mhm. Ich finde Stan und Kyle ja eigentlich auch echt super, weil die immer so ultra korrekt sind. Ja. Die wollen immer alles richtig machen und haben immer voll die guten, reinen Herzen. In diesem Chaos. Oh ja. Somebody's keying my wife's car at night. It's happening every night. I thought it was just one of you damn kids, but well, here, come here, take a look at this. Er ist aber auch immer so aufdringlich, gell? Mal gleich alles erklären. Hab ich gefragt? Nein. You won't forget me that easy. I thought we had something. I'll tell the world about you, bitch. Listen, I'm sick of having to puff this shit out. If you can catch whoever's keying my wife's car tonight, I'll follow you on Coonstagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. Also wir müssen rausfinden, wer das Auto zerkratzt. Ja. Von der Alten. Die Amazon-Kartons. Hätte ich jetzt spontan keinen Anhaltspunkt. Das Stan ist übrigens nicht zu Hause. Aha. Das ganze Spiel über? Genau, der braucht. Nee, den holen wir später. Der Opa braucht Kondome, damit er ein Selfie mit dir macht. Kondome? Ja. Ja, die wird's bestimmt gar nicht machen. Die ist ja eh immer so anti. My Hashtag Brain. Ja, das ist ein bisschen schade, dass die Häuser alle gleich sind. Ja, das war im Alten aber auch schon so. Hm. Das ist völlig aus meiner Erinnerung verschwunden. Kann ich jetzt schon craften? Ja, guck mal, jetzt können wir craften. Kannst ja Zeug herstellen. Ja, ne? An Antidot. Kannst du später auch Rüstungen schmieden und sowas? Weiß ich noch nicht. Ah, okay. So weit bist du noch nicht. Oder? Ich überlege gerade. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was sieht deine. Was war denn das? Was denn? Das Lied? Die Musik. Das ist doch Cartman. Im Fernsehen. Stupid autocorrect. I type turn, not Tuesday. Im ersten Teil waren ja auch die ganzen Lieder aus der Serie. Aha. Ich kann mich da jetzt nicht gerade dran erinnern. Doch, da waren auch ein Haufen. Ist im Stan sein Zimmer? Ah, man kann nicht in den Schrank. Warum? Gucken. Warum ist kein Tom Cruise drin? Da müsste ein Tom Cruise dran sein. Vielleicht ist er dabei. Achso, dass er im Schrank ist. Aber war das nicht im ersten, dass. Ich überlege gerade, dass der den Schrank zuhält. Oder dass jemand im Schrank ist und du kannst nicht rein. Oh, what? Oh. Ich glaube, das hatten sie im ersten sogar mit drin. Was? Wozu? Kann man später bestimmt was machen. Ja. Vandalismus erstmal überall. Einfach mal voll dagegen rotzen.
Geil. Das ist eine Kopfbedeckung? Ja. Super. Toll. Ja, trag das. Perfekt. Wie süß. Sieht aus wie Öhrchen. Hat es auch Eigenschaften? Ich glaube tatsächlich nicht. Och. Das wäre es ja jetzt. Also ich glaube generell, die Kostüme haben dieses Mal. Also. Nee. Du kannst die Farbe ändern. Aber das war's auch. Hm. Steht auch nichts dabei. Man konnte ja im Alten, konntest du auch hingehen und konntest ja da Zeug reinsetzen. Hm. Wobei genau das geht: du kriegst Zeug, was du reinsetzen kannst. Hm. Ist das Shellys Zimmer? Ja. So ein niedliches Zimmer hat die. Gar nicht erwartet. Die steht auf Pferdchen und Häschen. Ist trotzdem asozial. Ja. Also verprügelt dich nicht. Im ersten ist die ein Zwischenboss. Da musst du in ihr Zimmer gehen. Ja, ja, ja. Stimmt. Nee. Kannst bestimmt auch später abheben dadurch. Durch die Furze. Wäre typisch jedenfalls. So wie der Durchfall, Mann. Oh, ich find den so ungeil, diesen Durchfall, Mann. Ich weiß, dass ihr da total drauf steht, aber ich finde ihn schrecklich. Da ist er. Ah. Hat er ein Kommunikations... irgendwas? Nee, das hat er einfach so gesagt. Achso. Human Kite. Starbucks. Ach, das Bildchen vorne. So, erstmal das Haus noch durchsuchen. Ist einfach so toll, dass sie sich halt auch echt verhalten wie Kinder. Ich meine, sie basteln sich Superheldenkostüme aus dem, was sie da haben, ne? Ja, das ist super. Der hat sogar den Garten schon umgebaut. Hier ist die Landebahn von, wer heißt der, Kite Man, Mr. Kite oder so? Human Kite. Human Kite. Süß. Ich finde es schade, dass du nicht irgendwie als Super-Jude oder sowas spielen kannst. Das wäre noch geil gewesen. Was hat denn ein Superjude für Spezialfähigkeiten? Keine Ahnung. Geld aus der Tasche ziehen oder sowas. Powerfasten. Ultimate Bar Mitzwa. Juden sind ja alle beschnitten, ne? Yep. Damit lässt sich doch bestimmt auch irgendwas anfangen. Damit lässt sich doch was anfangen. Vorhaut schießen. Ja. Juden sind doch beschnitten. Damit lässt sich bestimmt was anfangen. What the fuck, Mann? Naja, ich meine, wenn man sich überlegt, was ein Jude für Spezialfähigkeiten haben könnte, was fängt man denn ohne Vorhaut an? Man kann doch auch irgendwas mit Geld machen oder so. Ja, mit Geld sowieso. Irgendwas fehlt mir, dass ich. Brauche ich einen Bogen oder sowas? Für? Für manche Sachen, wo ich gedacht habe, ich könnte die schon machen. So, siehst du das? Ja, Tweak und Craig. Ah, das so sind süß. Die Sammelobjekte in dem Spiel. Bilder von denen oder was? Die Yowie-Bilder. Ah, süß. Das ist toll. Das finde ich super. Ah, besser, noch besser. Oh ja, doch. Mit eigenem Selfie. Der hat auch in der neuen Staffel eine relativ große Rolle, die hast du ja noch nicht gesehen. Nee. Hm. Also nur ein paar Folgen, also nicht von der, die aktuell läuft, sondern ja. Die davor habe ich ein paar Folgen gesehen. Human Kite from another universe is behind this door. I can't fight him for obvious reasons, you know, alternative universe paradox shit. So you are going to have to take him out. You've got to really kick his ass in so that he wants to return back to his universe on the East Coast. You ready? All right, go get him. Ach. Ja. Ho ho. Human Kite 2 from another universe.
Das ist sein Cousin, gell? Ja. Ich bin nicht aus einem anderen Universum, wir sind die besten Superpals. As you can see, he is the one running around giving the human kind of bad name. Dass der mitspielen darf, der dürfte doch in der Serie auch nicht mitspielen. Dann sind immer alle so scheiße. Die wollen ja loswerden. Ja, ja. Verstehe gar nicht, wieso. But it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid, you must now destroy my alter ego. Oh, Jesus, we're gonna fight? That's right. If you really want to play, then this is how you do it. Well, all right. Anything to make me and my cousin more alike. Prepare for battle, weakling. Hier ist in diesem Zimmer um. I haven't done one on sparring. Oh, so ein Penner. This is a no contest thing. Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. It's happening. Get him, new kid. Cousin Kyle. Er hat ein Foto mit diesem Elefanten. Ich muss jetzt gerade nochmal, muss mir nochmal die Attacken anschauen. Ja. Das, wo ich zweimal was machen kann. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn es 1 gegen 1 ist. Nee, bringt nichts. Mhm. Was war das hier? Okay. Ach nee, jetzt darf ich nochmal. Coole Sache. Ja, aber du. Das da oben ist dein Energiebalken quasi für die Attacken, oder wie? Was jetzt noch auf 14% ist. Moment. Nee, das ist die Limitleiste. Ach ja. Ah, so treffen. Und wenn die leer ist, kannst du nur noch Standards. Nee, wenn die voll ist, kann ich eine Spezialattacke. Das ist das. Wenn die bei 100% ist, dann kann ich eine Spezialattacke machen. Und ansonsten, die geht bei jeder Attacke geht die ein bisschen hoch und bei jedem Treffer geht die ein bisschen hoch. Mhm. Yay. Oh, vergessen zu drücken. Trotzdem, dass sie nur spielen, haben sie auch tatsächlich Fähigkeiten. Ja, man ist nur gestresst. Hold on, I need a timeout so I can use my inhaler. Ja, super. Cousin Kyle, I called a timeout and he didn't listen. You know my asthma flares up when I exert myself. I think this would be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield, like the Sacred Torah, which also has a great sentimental value. Dude, human kite is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make up powers in the middle of a battle. I'm not making it up. It's totally canon in my alternate universe. Minceberry Crunch hieß der, genau. Minceberry Crunch. Und der war tatsächlich von einem anderen Planeten. No. Ich glaube, den hat man aber vorher auch nie gesehen. Das war der kleine Bruder von der Grufti-Tussi. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich den vorher schon mal irgendwo gesehen hätte. Vielleicht war er deshalb von woanders. Ja. Weil man halt nicht kannte, ne? Ich glaube, der war der Sprössling von irgendeinem Volk auf einem anderen Planeten und hatte halt irgendwie die entscheidende Macht, dass er irgendwas verändern konnte. Oh. Und jetzt? Flucht, hä? Okay, Raf Kite from an alternate universe. Das hätte Schaden gemacht, wenn er getroffen hätte. Er hat sich jetzt selbst geschadet. Ja. Selbstmord! Vorher hat er die ganze Zeit gesagt, für bescheißen. Dann hat er aber selber beschissen und dann... Selbstmordattacke. Yeah, the superhero stuff really hurts. I better go back to my universe. Oh, you're leaving? Dude,
So Mist. I need some camphor phoenix for my ear because I got a scrape on it and being farted on. Dude, I don't know how to thank you. Super gemacht. So, und ja. Der ist jetzt bei mir in der Party mit dabei. Yay, cool. Sehr schön. Wer ist denn die? Das ist die, denkst du, mir fällt der Name jetzt ein? Hatte der mal eine Freundin? Ja, ich glaube. Zumindest war da was. Mist. Ich kann mich nicht entsinnen. Die kommt mir auch echt nicht bekannt vor. Oh, Tauni, was gibt's? Hey there, I'm Tauni. When you visit people's houses, don't be shy about opening their drawers, cabinets and doors. Hey look, that one has a gold handle. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Ach, der folgt mir automatisch, ne? Wenn er in der Party ist, genau. Mit dem muss ich kein Selfie machen. Ja, keines nur eine Bereicherung. Müssen wir mal gucken. Ah, die ist weiter links, die Quest. Okay. Aha. Er ist immer noch am Polieren. Der ganze Tag. Ach, du kriegst auch Messages. Das kam ja im alten Jahr. Kriegst du es immer mal so zwischendrin was reingeschmissen. Oh! Das sind die Achtklässler! Ne, Sechstklässler. Die Sechstklässler. Hat er ja gerade direkt gesagt. Ja. Aber wenn ich die jetzt anspreche, bin ich tot. Ja, lass das besser. Also dann bin ich wirklich tot, dann kommt ein Game Over Screen. Da ist auch die Katze an der Bushaltestelle. Ah ja, da hängt sie. Und das Coole ist, das ist eine DLC-Bushaltestelle. Also ich wette mit dir, wenn es später DLC gibt und du irgendwo hinfährst, musst du da rein. Ja, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Wer ist denn er? Ist auch ein Sechstklässler. So, ich habe ihn jetzt vorher angefurzt. Das heißt, der ist schon mal angewidert. Zustandsveränderung. Und ich habe den Combat Advantage geholt. Ah. Bin mal gespannt, was der Jugendkeit so macht. Ach, wir sind so rechtschaffen. Also, der Humankind kann sich als Schild vor dich stellen. Und er kann auch, also das ist mehr so ein ist ja nicht wirklich ein Healer Opfern. Oder so, aber. Ja. Lebendiges Schild. So, jetzt bin ich nochmal dran. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber ich habe auch mal eins gespielt, da war ein Charakter dabei, der sich ständig selbst geopfert hat und irgendwie fand ich das so unsinnig. Ne? Er war eigentlich nur dabei, dass er ständig auf die Fresse gekriegt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber es hat absolut keinen Sinn. Also die eine Attacke ist Pull Allies Close and Heal Them. Mhm. Die andere ist Protection für Teammate. Mhm. Das mache ich auch, glaube ich mal. Und das andere sind Laseraugen. Kannst du den auch speziell skillen? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, wenn ich das designt hätte, dann hätte ich das ein bisschen mehr ausgebaut. Für die Rollenspielfraktion hätte das bestimmt Reiz gehabt, wenn man die so ein bisschen in eine bestimmte Richtung skillen. Vielleicht geht's auch noch. Also wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Es ist geil, dass ich mit dem immer zwei Runden machen kann. Ja. Aber dafür sind die Attacken auch relativ schwach. Ja. Oder das kommt mir nur so vor, das kann auch sein. Titty Twister. Das dauert echt schon eine Weile. Mhm.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die Kämpfe sind mehr von Bedeutung in dem Spiel, so ein bisschen. Also, dass die halt schon ein bisschen mehr Gewicht haben. Was ganz altmodisch sieht, erinnert mich das so ein bisschen an Warhammer, ne? Habe ich nie gespielt. Einfach dieses Felder-System. Dilli. Jetzt kann ich bestimmt mit dem Selfies machen. Ja, das ist jetzt dein Freund. Oh. My frog? Ist der Frosch mit drauf? Ja. Oh. Ach ja, okay. Also zumindest ist die Olle kommt mir bekannt vor. Ach, das sind Jimmy seine Eltern. Aha. Wobei mir jetzt auch auf Anhieb keine Folge einfällt, wo Jimmy seine Eltern vorkommen. Hm. Es gibt Charaktere, die sind einfach nicht so wichtig. Die kommen so immer noch so am Rand vor. Ich glaube, hat man Timmys Eltern eigentlich in der Serie gesehen? Timmys? Bei der Timmy-Folge kann ich mich nur an Phil Collins erinnern, wo er immer sagt, lacht nicht über Behinderte. Ihr dürft nicht über Behinderte lachen. Nee, Timmy hat keine Eltern. Timmy hat... Timmy hat keine Eltern. Aber Jimmy hat welche. Also das sind ja Jimmys Eltern, ne? Ja. Nee, aber die haben wirklich nicht wirklich eine größere Rolle gekriegt eigentlich. Was ist das denn? Billion Dollar Man? Was ist denn das? Die Zeitung, die er austragen soll, wahrscheinlich. Aber macht er nicht auch die Zeitung in der Schule? Das ist ein Portal, oder? Ach so. Ja, natürlich. Mit dem hast du auch wieder Fast Travel. Das war beim alten ja auch wieder so. Ja. Dass du Fast Travel mit denen hattest. Mit dem da Jimmy. Gab's Portale? Gab's doch eigentlich. Nee, aber Jimmy. Fast Travel, so Stationen, wo er dann gekommen ist als Kutsche oder sowas. Ja, ja. Das war aber mit Timmer. Ach, stimmt, das war der Timmy. Ja. Ist es hier das der war Jimmy? Cool. Jetzt bin ich total verwirrt. Timmy, Jimmy. Also war mal ein hübsches Badezimmer. Ah, ich wollte gerade sagen, ich komme nicht an den Spiegel, aber ich komme dran. Das Badezimmer ist voll passiv. Warum soll das hübsch sein? Ja, war es schön eingerichtet. Na, guck mal, mit dem kleinen Schränkchen beim Klo. sogar eine Hilfe. Guck mal, da ist ein Gerüst aus drum. Behindertengerechte Toilette. Ja. Yay! Mach es! Oh mein Gott. Nice moves. Dog breath. Ich muss als erstmal koordinieren, was ich überhaupt drücken muss, gell? Oh, ich hasse sowas. Deswegen könnte auch nie Guitar Hero oder sowas spielen, dieses blöde Knöpfchen-Gedrücke. Oh. Das ist echt nicht meins. Ja. Ah! Ah, verkackt. Naja, verkackt. Verkackt. Aber mal gucken, wenn es dazu zählt, ist in Ordnung. Nee, weil ich es nicht geschafft habe. Muss ich nochmal machen. Captain Slot Biohazard, ja komm, das packst du. Das ist auch immer unterschiedlich, was dafür. Nee, so rum. Wollte gerade sagen, musst du jetzt wieder dieselbe Chronik machen? Nee, leider nicht. Sonst könnte man sich drauf vorbereiten. Ja. Aber das hier ist auch ein 4-Sterne-Schiss, also. Ach, ich habe mich als gefragt, was der an den Füßen hat, aber der ist ja Speedster, ne? Ach, das sind so Rollendinger, ja. Kann damit gleiten. Konzentrier dich. Was er sich da einen abjuckelt. Ugly Rogers. Oh Gott. Oh, und schön abgeschnitten, die Wurst. Wunderschön. Perfekt. Ich bin echt so froh, dass du das spielst. Ja, Kacken ist mir quasi angeboren. Also. Ja, das liegt dir im Blut. Kannst du auch wirklich gut. Talente. Jeder hat so seine Talente.
Ja. Ich habe mal bei der Frau Schrapnella morgens das Klo verstopft und hat Panik, dass sie wach wird vorher. Und hab da eine Stunde mit rumgemacht, bis das scheiß Klo nicht mehr verstopft war. Hast du Glück, dass sie einen tiefen Schlaf hat? Ja. Ich krieg den größten Scheiß nicht mit. Ja, aber sowas passiert immer am Anfang von der Beziehung. Ja, das muss... Dann ist durch, dann weiß man schon direkt, was man zu erwarten hat. Sowas ist mit dem Raven King ja auch passiert und dem Monsterfurz. Aber das werde ich jetzt nicht weiter... Das werde ich nicht weiter vertiefen, das nimmt er mir übel. Ah, guck mal da. Yep. Oh, super. Dann müsste doch da eigentlich auch der Minzberry Crunch irgendwo rummachen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne die auch nicht. Da steht Minzberry Crunch. Ah, die Packung. Ah ja, okay. Es spielt schon so ein bisschen drauf an, auf jeden Fall. Kann sein, dass der dabei ist. Minzberry Crunch. Ja, hundertprozentig. Familienfotos mit der... Mit der angepissten Gruft, die Alten. Vor allem das Haus ist komplett weiß und so friedlich und freundlich. Das ist total trist und leblos ist das, das Weiße. Das ist so ein bisschen wie auf so einer Schultoilette. Oh Gott. Big Butter. Ich lass dich mal da machen. Ich tue es dem nämlich mal kurz gleich. Alles klar. Ah! So, geschafft. So, dann bin ich ganz, ganz schnell eine rauchen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Servus. Frisch gekackt, geht's weiter. Ja, ich habe auch gehofft, dass du quasi von deiner Toilette meine Vibration spürst, meine mentale Verbindung. Ich habe dich quasi unterstützt. Es hat auch funktioniert. Ja. Ja. Ja, stimmt, hast du es geschafft. Hier ist ein Buch, das ist ein Quest-Item, das nehme ich jetzt schon mal. Ach ja, stimmt, wir sind ja bei der Gruft, die Alten. Genau. Aha. Also es ist nicht ihr Zimmer, also müsste das eigentlich das Zimmer von dem Minzberry Crunch sein. Könnte sein. Yay! Das ist auch cool. Aber die wollen keine Selfies machen. Oh. Du bist denen zu konformistisch. Ich habe den noch nie im Englischen reden hören. Der hat ja voll die kleine Kinderstimme. Ich finde ihn eigentlich echt am besten. Erinnert mich auch echt an einen alten Bekannten von mir. Der ist sehr authentisch. Sehr authentisch dargestellt. Ah genau, jetzt brauche ich noch ein Feuerzeug, glaube ich, oder? Oder eine Fähigkeit, dass ich die anzünden kann. Ach, das sind sogar Satanisten. Quasi. Aber es geht halt noch nichts, ich kann die noch nicht anzünden. Da ist ein Cthulhu an der Wand. Ah genau, die Mutter von ihr hat die, oder von ihm, aha, hat die Streichhölzer. Die müssen wir noch holen. Wir brauchen Streichhölzer, sonst geht's ja nicht weiter. Ja, du bist ja jetzt bei ihr zu Hause. Genau. Ja. Das heißt, wir müssen noch in ein anderes Haus. Die Quest habe ich selbst auch noch nicht gemacht. In dem ganzen Haus sind nicht keine Streichhölzer aufzufinden. Das ist voll fies. Obwohl, ich habe auch keine. Wenn ich mal so drüber nachdenke, hast du Streichhölzer? Nee. Siehst du? Ach ja. Ja, okay, ich sehe. Da kannst du deine Fähigkeiten anwenden. Geht aber noch nicht. Bist noch nicht stark genug. Ja. Mir fehlen noch Fähigkeiten. Was steht denn da oben? Yay! Das ist sein Kostüm, oder was? Ja. Er hat einfach nur ein S vorne dran. Yay! Craig ist eigentlich auch schon cool.
Nicht richtig super, aber... Aber ich mag ihn schon gerne eigentlich. Ja, der Craig ist super. Ja. Ich gehe erstmal durch die Bude. Gucken, dass ich wieder Items krieg. Der Tweak ist doch eigentlich auch echt nur so durch, weil er, weil er ständig Kaffee ja. kriegt, ne? Space Jake. Er ist so der Science-Fiction-Fan. Das Zimmer ist aber nicht sehr liebevoll gemacht. Und das hat auch bestimmt einen Grund, dass da der Lüfter so, die Lüftungen so auseinander sind. Ja, ja. Da kommt bestimmt noch irgendwas. Ja. Im Alten konntest du ja auch zum Zwerg werden und sowas. Ja, aber nur einmal in einer Szene. Nee, das konntest du später in den ganzen Levels benutzen. Das gab's öfters. Also es war eine Fähigkeit, die hattest du die ganze Zeit. Stimmt, ja. Ja, Kaki-Stimme. Ich sag ja, das ist schon ein paar Jahre her, das ist vollkommen weg. Mustard Gas, das finde ich immer noch am besten. Mustard Gas. Oh. Vor allem, wie oft ich kacken kann. Ja. Wer weiß, was du gefrühstückt hast. Eine Badewanne mit Haaren drin. Blech. Wer ist die denn? Do I need to make a no fuckboys allowed sign for my door? Nope. What's more yaoi for my dad and then I'll... Genau, du kriegst die Quest vom Dad, dass du die Yaoi-Bilder finden musst. Aha. Habe ich gar nicht an den Wänden geschaut, um ehrlich zu sein, ob da irgendwo welche waren. Weil wir haben, der sie halt wahrscheinlich vernichten will. Wir haben ja nur eins bisher. Ja. Ja, müssen wir mal gucken dann. Vor allen Dingen, wie sie auf die Kombination kommen, den mit dem Tweak zusammenzustecken. Aber ich fand die Folge sehr niedlich. Ja, die war cool. So, und jetzt müssen wir das Meerschweinchen von ihm holen und dann kann er mitspielen. Ach, der wird dann auch ein Teamkollege von dir. Ich weiß gar nicht, ob der bei... Doch, der ist bei dir mit dem Team, genau. Hm. So viele Folgen hat er aber eigentlich auch nicht gekriegt bisher, der Craig. Hm? Das jetzt kann ich Zeug benutzen. Da ist er. Ich glaube, in so vielen Folgen, also war er gar nicht so arg populär dabei, sag ich mal. Er ist eher so einer von den unwichtigeren Charakteren irgendwie. Oh Gott. Das ist nicht gut. Nein! Oh. Kein Tiergemetzel, bitte. Der lebt im Keller. Die arme Sau. Use the power of your ass. Jetzt hast du ihn getötet. Nee. Oh. Wie barbarisch ist aber eigentlich auch, dass der lebt im Keller. Kein Licht, keine frische Luft. Och jo. Ist nur eine Meersau. Der braucht keinen Sauerstoff. Es waren auch verschiedene Stripes. Weil hier ist Stripe Nummer 4. Mhm. Da ist die Karton von Stripe Nummer 3. Hm. Also die leben wohl auch nicht so lange. Hey there, are you one of Craig's friends? You looking for Craig? Me? Ach ne, der steht auf die Bilder. Ja, das oh nein! Ich hätte jetzt gedacht, der will sie vernichten, weil er voll was dagegen hat. Genau, und du brauchst 10 Stück, aber es gibt mehr wie 10 Stück im Spiel. Kunstsammler. Die sind bestimmt auf DeviantArt gegangen und haben sich da irgendwelche Leute geholt. Da gibt es ja haufenweise davon. Ich glaube, es gibt, glaube ich, über alles auf dieser Welt Yaoi-Bilder. Hundertprozentig. Das gibt's auch über Harry Potter, du musst mal gucken. Ich will's nicht sehen. Fans machen echt allen Scheiß.
Die stecken auch alle möglichen Charaktere zusammen. Ich weiß, bei Sonic war es schlimm. Bei Sonic? Mhm. Alter Vater. Okay, das will ich wiederum nicht wissen. Was hat denn der jetzt zu mir gesagt? Ach, ich... Keine Ahnung. Ah, genau, Return to the Coon Layer. Okay, schon wieder nicht zugehört. Wir müssen mehr aufpassen. Ja, es gibt ja einen Questlog von daher. Ja. Da ist er, der Butters. Oh ja. Er ist viel cooler als der Coon. Oh nein! Einfach dran vorbei. Das heißt, du kannst da auch noch gar nicht lang. Nee, noch nicht. Später verprügeln wir die. Schön. Richtig so. Glaube ich. Doch, doch. Ach, hundertprozentig. Mich würde es wundern, wenn es nicht so wäre. Das ist ja. Nee, doch. Das ist das Haus von Cartman. Auch sehr hässlich gehalten in den Farben. So ein Arsch. Being a superhero is a little harder than you thought, huh? It's okay. You totally suck, but I can't help but feel sorry for you. Because your dad fucked your mom and you were a child. Come this way. I'm gonna teach you about artifacts. You see, most superheroes augment their abilities with specialized equipment. You see this? It's a strength artifact. Oh nein! Ach, das Spiel ist dann doch wieder so neu. Die Dinger sind ja schon wieder out, gell? Ja, ja. Das ging schnell. Genau, und jetzt gibt es diese Artefakte, die ich benutzen kann. Artefakte. Da kann man jetzt den Fidget Spinner reinhauen. Hm. Jetzt bin ich stärker. Geil. In deine DNA. Ja. Also wurdest du jetzt quasi mal eben modifiziert, genau. Genetisch. Genau, und das ist das Äquivalent zu der Ausrüstung, die du hattest. Da konnte man auch Sticker reinmachen in der alten, glaube ich. Sticker oder sowas. Ja. So, und als nächstes, was haben wir jetzt im Questlog? Confront the Sixth Graders at the Bus Stop. Jetzt sind wir stark genug und können die, können die platt machen. Ja. Er hat dir noch gar nicht empfohlen, dass du einen durchziehen solltest. Ich hätte jetzt eigentlich echt gedacht, dass er das ständig macht. Und hier sind jetzt die Fast Travel Dinge. Mhm. Und das macht tatsächlich der Jimmy. Teleportiert. Oh. Speicher mal vorher. Ja, besser. Weil ich glaube, der Kampf ist ein bisschen härter. Aber das Spiel speichert gerade selbst. Jetzt. Siehst du, ich habe erst 3 Stunden 20 gespielt. Mhm. Ist auch schon eine Woche 2 her. Ich hätte sie noch anfurzen können, dann wären sie noch angeekelt gewesen, aber egal. Kannst du ja jetzt noch machen. So, eigentlich sinnvoll, das vor jedem Kampf zu machen, ne? Genau, und jetzt können wir auswählen, was für eine Kampfschwierigkeit wir machen. Mhm. Sagen wir machen normal, oder? Ja. Oder ich mach extrem schwer. Hast du auch schon die Erfahrung? Ich mache extrem schwer. Die müssen doch sowieso schon schwerer sein, weil wir eine dunkle Hautfarbe haben, oder? Nee. Das macht nur die Welt um dich rum schwerer, wobei ich noch nicht entdeckt habe, warum. Das wird wohl noch kommen.
Also wirklich viel Herausforderungen hatten wir ja jetzt auch noch gar nicht. Ne, es ging eigentlich. So, und als nächstes... Supersonic Dash. Da habe ich es beide. Oh. Yay. Ist der jetzt down oder? Ne, er steht wieder auf. Ne, doch, er ist doch weg. Der erinnert mich aber auch an irgendwen. Was ist jetzt mit deinen Teammates? Die stehen hier. Das heißt, die sind jetzt erstmal denen ihre Runde? Okay. Yeah. Was ist die Block Power? Ah, ist der Mittelfinger, okay. Das ist Blocken. Ja, ist die Block Power. Ja. Geil. Oh, machen die viel Damage auf dem Schwierigkeitsgrad. Tja. Du hast jetzt hart gemacht, ne? Ja. Ist schon erstaunlich lange durch. Ja, das klappt schon. Und der ist angepisst? Gerät der da gerade in Rage oder sowas? Ne, der macht einen Pissbeutel voll. Ach, den so er dann auf uns schmeißt, deswegen sind da die Felder so. Und ich hoffe, dass ich da bald irgendwie hinkomme. Dass ich mit dem weglaufen kann, mit meiner Figur. Ja. Das Kampfsystem wäre echt nicht so mein Fall. So, ich würde mich gerne heilen. Ach, kannst du den auch... Den könnte ich auch jemand anderem geben, den Burrito. Ach so. Kannst du quasi die Fähigkeiten von dem Keil auf dich ansetzen, wenn du Heilung brauchst? Wenn du einen Keil spielst, hilft er dir und macht das ja. Hm. Macht er automatisch, also kannst du ihn nicht anweisen. Ich glaube, ich kill den hier. Ja. Du musst es als Kampfattacke machen. Also mein Eindruck, Crazy Ape Boy, ich find's nicht so gut wie das erste. Ich hab's 3-4 Stunden gespielt und hat mir nicht so gut gefallen wie das erste, aber ich find's nicht schlecht. Ja. Also von der kurzen Zeit, wo ich jetzt dabei sitze, möchte ich sagen, es macht auch echt nicht so viel Reiz aus wie das andere. Das andere war einfach von vorne bis hinten vollgepackt mit irgendwelchen geilen Insidern. Und das fehlt da so ein bisschen irgendwie. Es ist lullt ein wenig vor sich hin. Oh, der killt mich schon wieder. Ja, was gegen Juno. Ja, was gegen Juno. Sieht man dem doch schon an. Das Kostüm vom Super Craig ist natürlich vom... Ach, fuck.
Ist natürlich auch echt schon klasse. Blocken. Zustandsveränderung? Ne, ich bin immer noch angewidert. Achso. Oh, der killt mich. Der ist ja eine Zustandsveränderung im Prinzip, angewidert. Oh Gott, ich habe überlebt. Es geht nicht. Er ist schon lässig, ne? Ja, gut ist es auf jeden Fall. Das Spiel ist auf jeden Fall gut. Aber es ist halt nicht so gut. Nee. Ich denke mal, bei den Spielen ist es halt auch echt so, muss man halt echt auf South Park stehen. Ich denke mal, als irgendjemand, der da kein Hintergrundwissen besitzt, ist es glaube ich auch echt nicht so witzig. Für Nicht-Fans ist es nicht gut. Ja. Da war aber auch das erste schon... Ja. Aber das erste ist halt das beste Fanspiel, was ich je gespielt habe. Ja, sehr geil, das stimmt. Ich würde es auch echt jedem empfehlen. Ich habe echt Tränen gelacht, aber ich glaube, der Raven King fand es gar nicht so gut. Ich meine, das hätte mir jetzt nicht so viel... Ist der normal Fan von der Serie? Er schaut sie sich mal an, ja. Aber... So. Er hypt sie nicht so wie ich. Okay. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Mitspielen und danke fürs Zuschauen. Es war ein schöner erster Eindruck. Ja. Und wir sehen uns. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschö. 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 Ciao mit Au. Und tschüss.